Moin ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video, hier wieder vom Server 20 in Hero Zero. Ich habe aktuell den Heldensinn aktiv und levele gerade so ein bisschen meinen Sir Henry, den ich dann benutzen werde, um Nachgeplapper 2 auf meinen Sushi zu bringen und somit für mich erstmal einen sehr netten Begleiter zu haben. Und das ist so aktuell erstmal mein Ziel und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf den morgigen Tag. Da gibt es nämlich doppelte XP für alle Missionen, bedeutet auch, versucht eure Energie, die ihr jetzt habt, soweit es geht, also aus Heldentaten, nicht zu nutzen. Vielleicht nutzt die letzten 100 Energie von heute nicht, wenn ihr einen Energiespeicher habt, der 100 speichern kann, sodass die Energie quasi heute verloren geht, aber für morgen vorhanden ist. Ja, das werde ich jetzt auch machen tatsächlich. Ich werde jetzt die Energie hier noch runterspielen, die 20, und ich glaube, es ist nur einmal, die ich nachladen kann. Also ich habe die Idee tatsächlich erst zu spät gehabt und werde das Ganze dann benutzen. So. Champion 1 bedeutet für mich überall minus Stats, macht keinen Spaß in der Liga aktuell. Ich habe mir den Season Pass tatsächlich auch mal gekauft, den allerersten, um einfach den Season Pass mal zu haben. Hab auch den Fehler gemacht und habe die Energie abgeholt. Aber hey, was soll's? So, ab 150 gibt es dann den Brustpanzer. Ja, ich bin ja mal gespannt, wenn das Ganze hier durch ist, wie es weitergeht, ob es den nächsten Season Pass dann geben wird. Aber das werden wir dann sehen. Wir kennen ja Playata aktuell. Sind sie mit allem überfordert und ich hoffe, dass das wenigstens reibungslos verläuft, wenn der Season Pass zu Ende ist, dass entweder direkt ein neuer kommt oder ein Announcement, wann es denn wieder soweit sein wird. Das Oster-Event habe ich jetzt aktuell auch schon fertig. Der nächste Schurke kommt in einer Dreiviertelstunde. Ich denke, da wird der Livestream von Fandango, Grüße gehen raus an dich, auf jeden Fall wieder am Start sein. Rangliste. Schauen wir mal in die Stufe. Ich bin 128 jetzt aktuell. Und ganz oben steht der Sören mit 223. Respekt, Respekt. Es gibt nur aktuell 6 Helden, die über der Stufe 200 sind. Der Rest ist noch darunter. Ja, schauen wir mal in die Teams. Wir sind auf Platz 8, dadurch, dass wir unseren Teamkampf gestern leider verloren haben. Wir waren vorher auf Platz 3. Jetzt ist das Team von Fandango dort auf Platz 3 und wir sind auf Platz 8. Und es gibt 11 Teams, fast schon 12 Teams, die den Vollausbau erreicht haben. Sehr interessant, wie auf diesem Server es tatsächlich doch vorangeht. So, Champion 1. Bin ich so weit oben bei Champion 1? Tatsächlich, ja. Ich meine, es gibt ja schon Superheroes. So ein paar. So dezent, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So. 84 Stück. Da fühle ich mich tatsächlich richtig, richtig mies, dass ich nicht so aktuell unterwegs bin. Egal. Ja, beim nächsten Schocken werde ich auch ein bisschen mitmachen. Ich habe jetzt noch 200 Donuts. Ich werde ein paar in die Hand nehmen, einfach um ein bisschen mitzumachen und da ein bisschen Energie noch rauszuschlagen, die ich mir dann in meinen Lager mit reinlegen kann. Ich könnte jetzt auch die Energie sparen, aber das möchte ich jetzt nicht. Die habe ich jetzt extra gekauft, so ungefähr, und einen Heldensinn dazu. Und das möchte ich jetzt einfach so. Punkt. Ich werde das schon schaffen, dass ich mir ein paar Energie beim Schurken abholen kann. So, der hat nur 700 Stats plus. Was hat der hier? Syntax Teamlos 500. Wollte jetzt eigentlich mal ein paar schnelle Duelle machen, ohne meine Wurfwaffen zu nutzen. Machen wir das Ganze doch. Ja. Hier 116. Und auch ohne Wurfwaffen. Und es müsste genau noch ein Angriff drin sein. Und es ist sogar noch einer drin. Yay, wir haben eine Mut-Trophäe. Man merkt es. Ja. Minus 42er Gegenstand. Kleiner Nachtrag übrigens noch zum Outfit. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass es einfach ist, hier drauf zu klicken und das auszutauschen. Braucht man nicht das ganze Outfit dreimal hin und her auszuziehen. Also Props nochmal an Fandango, der mir das durch Zufall gezeigt hat in seinem Video. In 11 Minuten ist auch mein Spekulationszentrum Stufe 2 und dann kann ich meine Basis weiter ausbauen auf Stufe 13. Ihr seht, alles voll. 99 Steckangriffe. Ja, passt schon, macht ruhig. Nehmt mir alle meine Ressourcen weg. Macht ruhig. So, zack. Also ich kann noch einmal nachladen und das lasse ich jetzt erstmal. Ja, gesagt, und die Energie, die spiele ich noch runter. Und beim Sondereinsatz, da kann ich ja mal nochmal das lassen kurz. Kann ich euch ja mal zeigen. Also ich habe hier
In 7 Stunden, wo ist Lucy wieder am Start? Das heißt, heute Abend 20 Uhr ist wieder am Start. Wo ist Lucy? Und hier haben wir noch zwei, wo ich weitermachen könnte, aber ist aktuell ein bisschen schwierig, weil 155 und jetzt geht's weiter 160. Und bei dem hier ist der kleinste 160 und da ist es aktuell noch ein bisschen schwierig für mich. Deswegen läuft das noch nicht so. Aber ist nicht schlimm. Wir kommen da auch noch hin. Hero Zero ist ja nun mal auch ein Spiel für Langzeitspieler, was ich bisher noch nicht so bewiesen habe. Ich habe ja meinen höchsten Helden auf Stufe 254. Oh, auf S17 oder S18 war das? Auf S18, wo ich das Hero-Hosen-Team auch auf 100% hatte. Da habe ich das bewiesen, dass ich das konnte, aber bisher war es nicht so, dass ich sagen würde, yes, sir, easy. So, ich werde jetzt mal meine Wurfwaffen raustun und werde jetzt hier einmal den Kampf verlieren, weil die Liegeangriffe brauche ich. Shit. Brauche ich so oder so. Shit. Jetzt habe ich einmal. Jetzt lasse ich die Wurfwaffen drin. Oh, ich gewinne auch noch den Kampf. Weil ich die Mission hier die Saisonpunkte haben möchte. Und werde jetzt auch mal zusammen mit euch ein Bankfach freischalten, wo ich jetzt erstmal meine ganzen epischen Sachen verstauen werde, die ich dann demnächst horten werde für die Con. So, hier haben wir noch eins. Hier ist noch ein Modifikationshalsband und hier sind meine Sachen drin, die ich benutze für meinen Kondi. Die könnte ich eigentlich auch hier herpacken, dann hätte ich das Bankfach auch noch frei. Auch sehr praktisch. Du kannst alles mit einmal verkaufen im Bankfach. Das heißt, du musst nicht alles da einzeln reinziehen. So. Der nächste Con, Verkaufscon Donnerstag. Aber bis dahin habe ich die Lager voll. Da bin ich mir sogar relativ sicher, dass das so schnell gehen kann. Und außerdem, ihr seht ja noch, es gibt hier noch Donut-Angebote. Hier, die Box habe ich auch noch einmal zum Kauf. Vielleicht kaufe ich sie mir nochmal. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So viel ist gesagt. Der Support von diesem Spiel, auch wenn jetzt Osterzeit ist, hat in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig gelassen. Mein Ticket, was ich geschrieben hatte, wurde noch nicht bearbeitet nach 8 Tagen und von unserer einen Beraterin auch. Das Ticket wurde ewig nicht bearbeitet. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile bearbeitet wurde. Keine Ahnung. Da ging es um, ich glaube, 70 € Donuts, die sie nicht bekommen hat dafür. Hatten auch mehrere. Dann blieben Schurken aus. Dann gingen Bandenkämpfe nicht. Also, ja. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr euch die Pakete kaufen wollt, hier über Steam, über die Steam-App, kauft sie euch die besonderen Pakete, bringen die gleichen Donuts wie auch normal und kosten 5 € weniger fast. Die Pakete hier nicht, da kriegst du auch weniger, aber bei denen hier kriegst du die normale Anzahl. Ne? 1050 Donuts und du bezahlst halt 5 € weniger. Das ist nur mal so ein Hinweis. Wenn ihr Donutkäufer seid, nutzt diese Chance, macht es über diese Steam-App. Es lohnt sich mehr als das andere. So, zack. Weiter geht's. Na, es lohnt sich mehr als das andere. Ich kann jetzt auch noch mal schauen, was haben wir denn so an Heldentaten noch für die Energie? Haben wir noch 11 Heldentaten. Hier einmal 50, 20, 70, 91. Ja, hier gleich 2 noch, 121. Und ihr seht also. Ja. Ich denke, die hier werde ich auch jetzt demnächst freischalten. So ungefähr. Das können wir ja gleich mal machen. Warte mal. Das machen wir gleich mal. Ich denke, wir haben nämlich jetzt die. Nein. Den kann ich nicht angreifen. So. Na, 20.000. Das heißt, wir haben jetzt hier 12. Jetzt haben wir wieder eine mehr. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns zu einer neuen Folge Hero Zero. Schreibt mir gerne hier in-game. Mein Name ist Tomb Raider und